machen auf jeden Fall eine Analyse. Wir machen einen Allergietest. Und ich gebe Ihnen, je nachdem wie der Allergietest verläuft, gebe ich Ihnen Injektionen. Okay? Wir fangen mit Ihrem rechten Arm an. Hören Sie das? 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 Ah, das. Okay. Sagen Sie Stopp, wenn die Linie aufhört. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Okay. Andere Arm. Hören Sie das? 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 Okay. Das? Okay. Bitte sagen Sie mir, ob Sie das an derselben Stelle bemerken. Werde ich Sie ein bisschen kneifen in den Armen. Sie sagen mir bitte, ob die Intensität die gleiche ist. Okay. Okay. Ich werde zuerst einmal eine Haarprobe nehmen. Verschiedenen Stellen. Die Haarstruktur ist natürlich im Unterarm eine andere als an Ihrem Oberarm. Und darum ist es wichtig, dass wir von unterschiedlichen Teilen Ihres Armes Haarproben entnehmen. Werde ich mischen mit einer Mixtur. Und lasse es für einen Moment verweilen. Okay, ich werde erst einmal ertasten, ob Ihre Arme eine unterschiedliche Temperatur aufweisen. Mal eine etwas intensivere Analyse. Man sieht schon einen
natürlich einen Unterschied zwischen der Haarqualität und Hautqualität der unteren und des Oberarms. Okay. Ich mache mir kurz ein paar Notizen zu dem, was ich bereits gesehen habe. Also, Allergien, die Sie haben. Okay. Gehen Sie auf die Sonnenbank. Nehmen Sie Medikamente ein. Rauchen Sie. Machen Sie Sport. Welche Pflegeprodukte benutzen Sie? Nur an den Armen. Und immer die gleiche. Dann werde ich, bevor wir den Test machen, muss ich sicher gehen, ob die Sensibilität Ihrer Arme vollständig in Ordnung ist. Das bedeutet, ich nehme einen Holzstab und ich nehme einen etwas spitzeren Gegenstand. Ich werde dann Tests machen und Sie sagen mir, ob Sie das spüren. Okay? Und wichtig ist auch, ob Sie das an beiden Armen gleichzeitig spüren. Okay? Das war das Gleiche. Okay. Ellenbeuge. Nochmal. Gut. Oberarm. Bizeps. Trizeps. Na, des Handgelenks. Okay. Und einmal entlang des Arms. Schließen Sie die Augen und sagen Sie mir, wie viele Querlinien ich über Ihren Arm male. Nochmal. Gut, nochmal. Letztes Mal. Okay, der linke Arm. Das letzte Mal. Okay. Die Intensität von hier und hier, ist das das gleiche? Von oben nach unten oder von unten nach oben? Okay, perfekt. Dabei gehen wir damit, dass ich erst einmal ihre Arme rasieren werde, grob. Sehr wichtig ist, dass wenn wir den Allergietest machen, dass keine Haare im Weg sind, weil die können das Ergebnis verändern. Okay? Gut, dann werden wir die Rasur durchführen. Ich mal kurz nachschauen. Okay. Achtung, ist kalt. Mehr so gut. Okay, das reicht aus. Einmal den Rasierer.
Jetzt, wo die Arme frei von Haaren sind, mache ich eine kurze Analyse mit dem Analysedetektor und mache mir hier einige Notizen. Seitlich. Wichtig ist, warum sie sich vielleicht wundern, dass das so schnell abläuft, dass die Fläche warm wird. Und würde das Gerät länger auf der Haut verweilen, dann würden sie Verbrennungen erhalten. Darum geht das jetzt ein bisschen rapide. Okay, final. An unterschiedlichen Stellen des Arms. Okay. Okay. Gut. Dann beginne ich damit, die verschiedenen Lösungen auf Ihrem Arm aufzutragen. Insgesamt 1, diese nicht, 1, 2, 3, 4 und die anderen Lösungen kommen später. Wir haben eine rote Tinktur, eine gelbe, eine grüne und eine blaue. Die Farben sind einfach nur wichtig, um das Präparat, was ich Ihnen auftrage, besser zu unterscheiden. Stäbchen einige Tinkturen davon auftragen. Okay. Gucken wir mal, wie sich die Arme weiter anfühlen. Okay, alles in Ordnung. Also kein Brennen nach der Rasur oder so. Okay. Grün und blau werde ich jeweils auf dem linken Arm auftragen und rot und gelb auf dem rechten. Ups, Entschuldigung. Das werde ich großflächig auftragen. Grün. Und dann gelb. Kommen dazwischen die Salben. Wieder zwei Salben rechts und zwei Salben links. Die mit dem weißen Deckel
auf ihrem linken Arm und mit dem grünen Deckel auf ihrem rechten Arm. Dafür nehme ich ein anderes Gerät, um das wirklich in die Haut einzumassieren. Lassen wir kurz verweilen und dann schaue ich mir das Resultat an. Bemerken Sie schon etwas? Wärmegefühl, Schmerzen, Kribbeln, Schwellung? Okay. Okay. Gut. Schaue ich mir das an. Mache mir Notizen. Wir haben hier keine Auffälligkeiten mit leichten Pusteln. Wir haben hier kleine Rötungen. Hier ist alles unauffällig. Wir haben hier weiterhin hier oben Pusteln. Hier oben eine kleine Schwellung mit scharf begrenzter Rötung. Okay. Wir haben hier bläuliche Verfärbung der Haut. Unauffällig. Kleine rote Pusteln. Okay. Ich werde Ihnen jetzt eine Injektion aufziehen, dass die Symptome, die Sie jetzt bemerken an Ihrem Arm, diese verschwinden und Sie natürlich symptomfrei nach Hause gehen können. Und die Ergebnisse des Allergietests lasse ich im Labor auswerten und dann erhalten Sie dann die entsprechenden Medikamente für das jeweilige Präparat. Okay? Okay, prima. Dann bekommen Sie noch eine Lotion aufgetragen, um die Haut etwas zu beruhigen. Wie gesagt, ich bitte Sie darum, noch einen Moment hier zu verweilen, damit die Injektion Wirkung zeigen kann. Die Ergebnisse, wie gesagt, kommen ins Labor und Sie erhalten in den nächsten 3 Tagen das Resultat, wie auch Ihr Hausarzt. Okay?